Unsere Fahrt geht von Nachterstedt über Frohse durch die Seelinder Rhein zum Abenteuerspielplatz, danach weiter zum Aussichtspunkt nach Schadelehm. Vorbei an den Ferienhäusern Richtung Gartersleben. Zum Café nach Claudia und Mike und danach zurück an der Selke entlang über Holm nach Nachterstedt. Links ist der Sportplatz von Frohse zu sehen. Wir sehen jetzt den Frohser Wasserturm. Er wurde erbaut 1906 und heute ist es ein Baudenkmal. Wir verlassen den Ort Frohse und jetzt geht es zu den Seeländereien Richtung Abenteuerspielplatz. Euer Spielplatz ist reichlich besucht. Man sieht es an den Autos. Wir fahren die Promenade entlang zum Aussichtspunkt am Concordia See. Wir sind jetzt am Aussichtspunkt in Schadelehm. Wir fahren vorbei an den Ferienhäusern am Concordia See. Weiter geht es Richtung Gartersleben, immer am See entlang.
in Gardasleben angekommen. Jetzt geht es zu den Fischteichen. Jetzt gibt's Kaffee. Wo ist unsere Freundin Claudia? Clown. Schönen guten Tag. Doch, Tagchen. Hey. Nach der Stärkung im Kuchencafé hier in Gardasleben geht es auf die Rücktour in Richtung Holm nach Nachterstedt. Wir unterqueren die A36.